So, hallo, wir machen weiter. Bei Metroid Dread, letztes Mal haben wir die X-Bombe erhalten, weil wir wieder über einen Teleport nach Garvoran gelangt sind. Ich bin ein wenig hin und her gerissen, was ich jetzt machen könnte, weil ich kann unheimlich viel machen. Das ist gerade das Problem. Ich kann unheimlich viel machen. Aber ich glaube, wir gehen wirklich jetzt ins neue Gebiet. Weil, warum nicht? Wir gucken mal, was es ist. Wir gucken mal, was hier kommt. Ne? Ist das schon das Gebiet, wo wir das unser Raumschiff wiederfinden, oder nicht? Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Wir gucken einfach mal, was kommt. Denn ich denke, ja, ja, es ist das Gebiet mit dem Raumschiff. Hanubia. Das ist dann halt wahrscheinlich das finale Gebiet. Ne? Aber wir können ja mal reingucken. Mal gucken, wo wir aufgehalten werden. Eigentlich wollte ich da jetzt noch nicht hin. Eigentlich wollte ich jetzt ganz viel backtracken und erstmal ein paar Sachen nachholen. Aber es ist müßig. Es ist müßig, sagen wir es so. Und eigentlich wäre backtracken erst sinnvoll, wenn wir wirklich alles machen können. Im Sinne von auch Powerbombe haben. So, aber ja, hier ist unser Raumschiff irgendwo. Oh Gott, da der Hintergrund. Allein der Hintergrund schon. Da waren Chozo-Krieger. Da waren freaking Chozo-Krieger. Oh no. Oh no. Ist hier irgendwas, wo ich kaputt machen kann? Kann ich irgendwo durch? Nein. Okay. Wenn ihr das sagt... Oh je, okay. Erzähl mir mal, wo ich bin. Erzähl mir mal, wo ich bin, Adam. Dann werden wir geladen. Ich habe kein gutes Gefühl, hier zu sein. Die Zone Hanubia befindet sich auf der Oberfläche des Planeten. Du hast es endlich geschafft, Samus. Es gibt aber noch ein Problem. Die Zerstörung des Planeten wird die X-Parasiten vernichten. Aber es ist unwahrscheinlich, dass Helvig dabei tatenlos zusieht. Er wird versuchen zu fliehen, sobald er die Gefahr wittert. Helvig suchen nach der Metroid-Gelände ist eine große Gefahr für die Galaxie. Er wird niemals aufgeben. Die Chancen stehen immer noch schlecht für dich. Aber du musst es hier zu Ende bringen. Ich suche nach seinem Aufenthaltsort. Komm später zurück, dann werde ich berichten. Ah ja. Da oben komme ich nicht durch, ne? Okay, ich kann nur hier lang. Moin. Oh, ich hasse die Dinger. Ah ja. Ach so. Oh, guck mal, da ist schon das Erste, was wir nicht können. Wir können dieses lilane Zeug nicht wegmachen. Das ist bestimmt Powerbombe oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir da schon mal nicht durch. Damit ist der erste Weg schon erledigt. Hier können wir noch weiter. Da ist Gruetek. Ah ja. Ach so, hier kann ich, sehe ich gerade, kann ich was holen. Einfach zwei stabile Missiles. Aha. Ach so, ich könnte, ja, ich hab's verstanden, ich bin blöd. Genau. Ah Mann, ich bin zu blöd dafür wieder. Oh, die zerfallen hier allerdings wieder in normale Viecher. Hier sind die X noch nicht angekommen. Oder wie sehe ich das? Oder diese Roboter sind einfach nicht von X befallen. Kann natürlich auch sein.
Ja, aber hier sind wieder normale Viecher, keine X-Dinger. Okay. Aber da sind X-Dinger drin, ne? Ja, okay, also Roboter werden einfach nicht von X-Dingern befallen. Gut. Oh! Und es geht schon wieder zurück. Ha! Ja, das war ja ein kurzer Ausflug hierher. Stabil. Da komme ich wieder jetzt nach Ferenia hier runter. Okay, aber dann ist das jetzt auch für mich die Möglichkeit, den Emmy in Ferenia zu erledigen. Da haben wir nämlich auch noch eine Rechnung offen. Je eher wir uns darum kümmern, umso besser. Und jetzt ist ja das ganze Problem, was wir in Ferenia hatten, dass der Emmy unter Wasser schneller war und so weiter. Das ist jetzt alles nicht. So, und was hat der Emmy jetzt für eine Fähigkeit? Dann ist der Schuss wahrscheinlich die Fähigkeit, die ich bekomme, die er hat. Vielleicht ist das dann das, womit ich die lilanen Schleusen aufmachen kann, weil sein Schuss ist auch lila. Wäre ja möglich. Werden wir feststellen. Okay. So, wo genau komme ich denn jetzt da raus? Perfekt. Also wir kommen ziemlich sicher zur Zentraleinheit. Ich wollte sonst eigentlich durch die Richtung hier so durchkommen, aber wir kommen jetzt wahrscheinlich dann so zur Zentraleinheit. Okay. Geht es nicht auf so? What? Ach so, ich komme nicht zurück, oder was? Oder von der Seite dann vielleicht? Nee. Oh shit, ich komme nicht zurück. Und das geht, wie gesagt, noch nicht auf. Okay, dann komme ich... Dann komme ich da doch noch nicht weiter jetzt. Scheiße. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier jetzt noch als Möglichkeit haben. Ah ja. Natürlich. Okay, hier komme ich rein. Da drüben ist wahrscheinlich Q-Attack oder so. Ah, hier, jetzt mach dich halt mal weg, Mensch. Nervensäge. Alter! So. Tschüss. Ach komm, wie mich diese ganzen Gegnerhorden nerven. Ah ja. Ja, aber jetzt müsste ich irgendwie da drauf stehen bleiben. Ach so, ah, perfekt, verstanden. Ja, jetzt komme ich hier wieder ins Emmy-Gebiet zurück. Dann komme ich... ich verstehe es. Dann komme ich über den Schuss von dem Viech nämlich wieder zurück. Ich hab's verstanden. Dann ist es wirklich der lilane Schuss, den man da bekommt. Und dann gehen damit auch die Schleusen auf und dann kann ich damit auch durch Wände wahrscheinlich schießen. So ist es nämlich. Weil dann kann ich nämlich damit dieses Ding hier wieder öffnen, indem ich da durchschießen kann. Okay, gut. Ja, du kannst mich jetzt mal... Ich kann von dir jetzt unendlich schnell abhauen. Was hältst du davon, ha? Drecksding. Das ist jetzt nicht so gut.
Ciao. Nein, 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 nein. Ciao. Wir haben's. Wir sind schon wieder hier. Sehr gut. Ah, okay. Mit Skurter kann ich ihm nicht Schaden machen. Na dann. Ah, aber bestimmt mit der Aufladung. Natürlich. Also die Kämpfe sind auch nicht viel schwieriger geworden, muss man jetzt mal zugeben. Also überhaupt nicht. Aber sehr geil, dann bekommen wir jetzt gleich den nächsten Beam. Dann sind wir auch wieder stärker. Achso, jetzt kann ich das so machen. Ja, ist ja gut jetzt. So. Ist ja gut. Okay. Jetzt ist nur die Frage, wo wir diesen Emmy jetzt am besten angreifen. Aber das finden wir gleich raus. Und ich muss erstmal wieder lernen, wie das funktioniert hat. Genau, so schon mal nicht. Nee. 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 Ah. Okay, das war der Schuss und das ist Aufladen. Kann ich den vielleicht sogar gleich? Ach so. Ja, das ist jetzt nicht so geil. Hä, wieso geht es nicht? Ah, da oben lang. Scheiße. Ja, okay, wusste ich nicht. Ich dachte unten lang. Okay, aber dann kennen wir schon mal den Weg. Interesting. Ist es, ah, dann ist es vielleicht sogar so gedacht, dass ich da nicht durch kann. Ah, dann ist es gedacht, dass ich da nicht durch kann. Ich verstehe. Ich muss diesen Weg gehen. Oh je. Aber jetzt kenne ich den Weg ja besser. Ach so, hier, ich habe ja die Attacke, genau. Hä, der dumm. Hä, geht es nicht auf? Ach so, hier wäre die... Ah, hier wäre der Modus gewesen. Ja, scheiße. Schaffe ich nicht mehr, oder? Ja, schaffe ich nicht mehr. War klar. War klar. Aber okay, dann ist da die lange Phase. Alles klar, kriegen wir hin. Easy, easy. Gar kein Problem. Haben wir geschafft. Gut. Wir kriegen heute noch den nächsten Emmy. Sehr schön. Und dann haben wir diese lila Attacke. Ist es dann... Was ist es dann eigentlich?
Plasma-Beam? Haben wir Plasma-Beam schon? Ist das Plasma-Beam, was wir haben? Es ist der Plasma-Beam. Was gibt's denn dann noch? Weiß ich nicht. Ist egal. Aber ja, das ist dann der Beam, der durch Wände wahrscheinlich durchgeht, wie gesagt. Ergäbe Sinn. Ergäbe Sinn, wenn er sowas könnte. Nein! So, jetzt haben wir ihn. Easy. Gar kein Act. Ich hab verfehlt! Du willst mich doch verarschen! Du willst mich doch verarschen, ich hab verfehlt. Ach, komm schon. Okay, wir warten, bis er zu uns kommt und sich aufrichtet. Dann ist es leichter, den Kopf zu treffen. Ah, Scheiße! Okay. Alles kein Problem. So. Geht doch. Hat länger gedauert, als es sollte. Aber macht nichts. Wavebeam, stimmt. Stimmt, so ist der Name, Wavebeam. Damit müsste ich jetzt durch Wände schießen können. Genau. Perfekt. Nice. Ah, wunderbar, 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 wunderbar. So, jetzt ist die Frage gleich mal, haben wir hier in diesem Gebiet hier noch was zu erledigen? Und ich würde fast sagen, nein, ne? Dieser große Emmy-Bereich ist fast schon durch. Sehr gut. Da wäre was. Okay. Ja, es ist schon sehr praktisch jetzt. Ach, shit, jetzt... das war wieder... sehr klug von mir. Hier oben geht's raus. So. Jetzt kann ich nämlich hier alles aufmachen. Jetzt gibt es da gar keine Hürden mehr, was das angeht. Sehr schön. Speichern wir gleich den Quatsch. Aber warum sie dann in der unteren Ebene, an der einen Stelle so einen, wo ich ja eh durch kann eigentlich, warum sie da so ein Ding gesetzt haben, verstehe ich bis jetzt nicht. Aber vielleicht werden wir es noch verstehen. Kann ja sein. Vielleicht werde ich es noch verstehen. So.
Aber jetzt gehen wir erstmal da hin. Ja. Wait, ich bin hier falsch. Ah, diese dummen Türen immer, ne? Achso, Moment mal, kann ich jetzt hier? Nee. Okay, von wie, wo oder wie oder was komme ich da rein? Hä, was ist das und wie komme ich da rein? Hä? Hä? Ich bin leicht verwirrt. Aber von da unten kann ich auch nicht da rein. Von da vielleicht? Aber es wäre sehr ungewöhnlich. Ich weiß es nicht. Ich setze mir mal eine Markierung. Vielleicht Powerbombe hier mal setzen. Aber dass es hier halt keine Powerbombe anzeigt, ist komisch. Na gut, wie auch immer. Dann geht das halt noch nicht, was immer es war. Oder ist hier noch was? Ah! Oh. Ja, okay, aber hier ist genug Platz zum Anlauf nehmen. Ja, aber jetzt geht's hier... Ach so, okay. Okay, jetzt ergibt alles Sinn. Nein, jetzt... Ach. Ich hab's befürchtet. Okay, also schnell da rein. Da kann ich ja durch die Screw attacken, ne? Ja, okay, sehr gut. Ach, geh! Jetzt sind die wieder da. Ich muss doch veralschen hier. So. Falsche Taste. Und jetzt durch! So. Und dann gibt es hier schöne, leckere Raketen. Okay. Gut. Haben wir es doch noch gefunden. Das ist doch was. So. Ah,
Ja, manche Dinge klären sich dann schon, wenn man mal ein bisschen anfängt nachzudenken. Na, dann, ja. Ach, geh heim. So. Okay, dann haben wir das gemacht. Guck mal, hier blinkt es auch noch. Da können wir ja direkt hingehen. Ja, da können wir ja direkt hingehen. Aber wirklich direkt. Okay, hier kann ich gleich mal Symbol für die Powerbombe setzen. So, und das ist hier nämlich. So, was haben wir... Waren hier nicht? Weiß ich gar nicht. Nee, haben wir schon mal geguckt? Oh. Hier komme ich wieder her scheinbar, oder? Ah. Nee. Wo ist der Anfang? Aha! Ah, shit. Ja, was, wie muss ich denn da, was muss ich denn da oben machen? Ah, okay. Es sind also tatsächlich... Ach, guck mal, hier geht's auch... Oh, lol, habe ich gar nicht gesehen. Da geht's auch durch. Ah. Interessant. So weit wollte ich da nicht rollen. Ah, okay. Ich mag, dass die Dinger immer mit so ein paar Rätseln verbunden sind. Yes! Genau, perfekt. Oh, nee, nicht perfekt. Ach, jetzt verstehe ich das erst. Oh, geht das denn überhaupt ohne Powerbombe? Weil dann muss ich nämlich von hier den machen. Dafür musste aber alles offen sein. Ah. Ich probier's mal. Ich probier's mal. Ich kann nichts garantieren. Nee. Ich krieg's nicht hin. Nein, wieder nicht erwischt. Aber zeitlich wird es funktionieren. Yes! Zack. Nice. Okay, und jetzt muss ich nur noch durchkommen. Das haben wir schon mal geschafft. Da einmal durchkommen, haben wir schon mal geschafft. Nice. Oh, ein Energy Tank Teil. Ah, ich wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen, wenn ich da von oben rein Screw attacken muss, wäre das jetzt komisch geworden. Okay. Gut. Sehr schön. Alles hilft, was wir finden. So. Ist in diesem Emmy-Gebiet noch irgendwas? Nee, tatsächlich nicht. Haben wir die? Die haben wir. Da ist der Teil. Aber 35% Items, also hier fehlt schon noch einiges, ne? Aber hier schon mal nicht. Also da blinkt auch nichts. Okay, hier blinkt's, klar, ist die Powerbombe, ne? Das wissen wir. Ah, jetzt komme ich auch hier rein. Jetzt wissen wir auch, wie das hier aufgeht, dass man hier nämlich mehrere mit mehreren nach oben kann. Ja, okay, ich verstehe.
Gut, da würde ich sagen, gehen wir da als nächstes hin. Hier war der Kampf gegen die ganzen Chosu-Krieger. Ah ja, erzähl mir mal was. Okay, erzählt mir nichts. Toll, Samus, dass du den Wavebeam gefunden hast. Ich bin stolz auf dich. Nö, nix. Wobei, kann ich da nicht auch einfach... Nein, kann ich nicht. Ich muss das mit der Bombe machen. Ah, okay. Aber die muss auch gut platziert sein jetzt. Perfekt. Easy. Sehr schön. Gut, dann haben wir das gemacht. Das hier wäre auch nochmal so ein Rätsel. Aber da bin ich halt schon... Ach so. Das ist eigentlich wahrscheinlich jetzt ähnlich. Wenn ich da schnell genug bin... Doch, das könnte schon funktionieren. Wir probieren es aus. So, hier oben ist es. Du brauchst dich gar nicht vor die scheiß Tür setzen, du Drecksding. Muss ich mal gucken, ob da unten... Ne, aber da unten könnte ich welche sein. War jetzt folgendes. Wir haben jetzt ja gerade gelernt... Alter, hör halt auf, dich ständig neu zu verwandeln. Komm her jetzt. Dass ich so hier rüber kann, ne? Genau, und dann hier einmal zack und dann schnell hoch. Und so lange muss halt es halten. So lange muss es halt halten. Na, ich bin gespannt. Ist schon viel verlangt, aber ich denke, wenn man schnell ist, kriegt man es hin. Oh, das ist okay. Okay, das ist knapp. Das ist leicht knapp. Uiuiuiui. Kann ich nicht hier sogar alleine Anlauf nehmen? Da brauche ich den anderen Raum gar nicht dafür, oder? Wow. Ja, das geht hier, glaube ich. Aber es ist schon sehr knapp. Uiuiui. Ja, es ist schon sehr knapp. Oh. Wollte ich nicht. Ach, komm schon, ey. Nee. Also leicht ist es, wenn wir es von da aus machen. Nein! Du Krampe da. Das ist super knapp. Das ist super knapp. Muss mal was testen. Guter Test. Du Scheiße. Drecksding. Ey, sitzt der wieder da auf einmal? Was sind denn die jetzt? Alter, ey. Geht es weg, wenn ich rumspringe, oder bleibt es? Nee, das geht weg, okay.
Weil beim Wandsprung oder so kann man es, glaube ich, behalten. Aber ich habe jetzt ja keinen Wandsprung mehr. Na, Wandsprung ist vorbei. Also der Wandsprung-Trick kann es nicht sein. Ha. Wie machen wir das denn hier jetzt? Ich bin echt ein bisschen überfragt. Muss ich gestehen. Warte mal, kann ich vielleicht da oben? Ist da vielleicht auch sowas? Nee. 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 Scheiße. Und wenn das... Bleibt es offen, wenn ich... Nee, das bleibt überhaupt nicht offen. Ach so. Oh, wait a moment. Ich kann ja beim Schießen... Ja, doch. Ich glaube, ich habe die Idee. Oh, das wird aber super unangenehm, ne? Nein, ich wollte schießen. Mann! Du sollst das alles aufschießen, Samus. Ey, die Zeit... Ich habe die Zeit nicht dafür, um da so schnell durchzukommen. Ach so, ja, moin. Ey, nee. Ja, das... Aha. Das ist super knapp, ey. F. Das ist super knapp. Super. Ah, hör doch auf, da runter zu fallen. Aber das geht, das hört ja sofort wieder auf. Wie knapp willst du sein? Ja. Holy shit. Nein, jetzt noch nach oben gedrückt. Oh Gott. Ach komm, ey. Ah, komm, ey. Ach komm. Junge, 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 Junge. Ab nach oben! Yes! Oh mein Gott! Junge. So. 50%. Okay, so viele Items gibt es hier wahrscheinlich gar nicht. Okay, wie kommt man daran? Ah, hier waren wir noch gar nicht drin in dem ganzen Bereich da. Okay. Dann gucken wir uns da im nächsten Part mal weiter um. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.